Ich begrüße dich herzlich in der Adventszeit hier auf meinem Handarbeitskanal Chiplafur. Und schau mal in meiner Playlist. Ich häkel, ich strick und ich spinn mit euch. Und wir backen und kochen auch im Freitag-Samstagsplausch. Und jetzt habe ich eine wunderschöne Häkelidee für dich. Los geht's! Ich sag jetzt schon mal Achtung Werbung. Du siehst Dinge im Video, die ich mir selbst gekauft habe und es ist unbeauftragt. Ja. Und alles Wissenswerte gibt es auch unten in der Infobox nachzulesen, Häkelmuster und sonst noch, was du wissen möchtest. Ihr habt bestimmt auch solche großen Ü-Eier schon verschenkt. Hier sind ja meistens kleine Spielzeuge drin mit einem kleinen Plan. Das habe ich natürlich auch schon gemacht und ich habe dann überlegt, was mache ich denn damit? Weil wegschmeißen möchte ich das nicht. Und dann habe ich so kleine Bonbons hier reingemacht und dann habe ich mir überlegt, du könntest das ja jetzt auch in der Adventszeit, gehst ja bestimmt auch mal zum zweiten oder dritten Advent jemanden besuchen. Da kannst du das mitnehmen als kleine Überraschung, als kleines Mitbringsel. Und ich habe mir überlegt, ich häkel mit euch so, das sieht aus wie kleine Mützen. Das habe ich in Rot gehäkelt. Das wird ein Weihnachtsmann. Der kriegt dann noch einen braunen Sack. Den häkeln wir zu Ende. Dann habe ich einen kleinen Wichtel gehäkelt mit einer kleinen Bommelmütze. Da habe ich zwei verschiedene Grüns genommen. Und auch wieder diese Kuschelwolle. Die gibt es im Kick. Und mit einem Weiß. Mein Mann hat gesagt, das sieht doch aus wie ein Schneemann. Ja, du könntest auch so einen Schneeball machen. Oder wie hier, ich habe dann noch so kleine Flügelchen dazu gehäkelt. Das könnten auch ein Engelchen sein. Dazu habe ich mir, vielleicht siehst du das hier manchmal glitzern, ein ganz dünnes Baumwollglitzergarn. Das ist ein Filethäkelgarn mit Glitzer drin, das so ganz zart. Manchmal sieht es, manchmal sieht man es auch. Das habe ich hier doppelt genommen. Und da ist mir aufgefallen, wenn du größere oder kleinere Wolle nimmst, musst du natürlich hier ein paar Zunahmen mehr häkeln oder auch weniger. Bei kleinerer Wolle mehr Zunahmen, bei größerer Wolle reichen weniger Zunahmen rein. Das habe ich mit dem zusammen gehäkelt. Ja, jetzt seht das mal kurz, wenn ich so mache, da seht das manchmal, dass es glitzert. Du kannst natürlich vielleicht auch noch ein Rentier häkeln. Dann ganz in braun machst du kleine Hörnerchen drauf. Oder wie hier bei dem noch so eine kleine Bommel. Ja, und ich würde sagen, jetzt geht's los mit dem Häkelmuster. Viel Spaß beim Mitmachen. Und eins habe ich noch vergessen zu sagen, natürlich könntest du hier auch noch Augen drauf sticken oder mit einer Klebepistole Augen draufsetzen, diese kleinen süßen Wackelaugen. Da sind dann deiner Fantasie überhaupt keine Grenzen gesetzt. Wir beginnen mit Runde 1. Du machst hier einen Fadenring, ganz langsam hier schön drumlegen, holst dir den Faden erst einmal durch und machst eine Kettmasche, dass das gar nicht mehr weg kann. Jetzt kommen in diesen Fadenring 6 feste Maschen. Gehst hinein, holst dir eine Schlaufe auf die Nadel und häkelst hier durch. Das ist eine feste Masche. Wir haben jetzt schon eine. Du machst jetzt noch 5. So, dann ziehst du hier einfach den Faden fest. An dem kleinen natürlich. So. Und gehst hier aus der Masche raus. Wir machen nämlich mit versteckten runden Enden. Gehst von hinten durch die Masche durch. Schnappst dir die von gerade eben und ziehst das hier einfach nur durch. Jetzt hast du die Runde beendet und du siehst hier keinen Übergang. Wir beginnen trotzdem mit einer Steigeluftmasche in Runde 2. Die musst du immer machen, bei jedem Rundenanfang. Und das machen wir jetzt natürlich hier auch. Richtig rumhalten und jetzt noch eine Steigeluftmasche. Und ich setze mir meistens jetzt noch ein Markiererchen.
Weil man zieht ja doch die Maschen ganz schön zusammen. Und ja, dass man das dann wiederfindet. In dieser Runde 2 kommen in jede Masche 2 Maschen. Das heißt, wir verdoppeln die ganze Angelegenheit jetzt hier in dieser Runde und wir machen 2 Maschen. Da hast du am Ende dann 12 Maschen in dieser Runde. Und auch hier beendest du die Runde, indem du aus der Masche rausgehst und von hinten nach vorne einstichst. Hier seht ihr, das habe ich extra noch mal drin gelassen, jetzt so für euch. Und auch wieder hier das durchziehst. Dann rumdrehen, eine Steigeluftmasche machen für Runde 3. Und jetzt kannst du auch den Markierer umsetzen. So, einfach raus aus der Masche. Das zeige ich euch jetzt nur einmal ausführlich und bei den nächsten Runden wisst ihr das ja dann. So, die Steigeluftmasche haben wir schon gemacht. In dieser Runde 3 verdoppelst du jede zweite. Das heißt, die erste Masche kommt allein in eine Masche der Vorreihe. Und die 2 kommt zusammen in eine Masche der Vorreihe. Schön immer anziehen zwischendurch. Ich mache das hier auch. Und das ist auch der ganze Mustersatz für diese Runde 3. Eine Masche kommt alleine und 2 in 1. So, und am Ende der Runde 3 sieht das so aus. Und du müsstest jetzt 18 Maschen haben. Für Runde 4 beginnst du wieder mit einer Steigeluftmasche. Der Maschensatz für diese Runde heißt eine Masche, noch eine Masche und 2 Maschen. Das häkelt ihr die ganze Runde rum. Hier kommt die 2 rein. So. Okay. Das häkelst du jetzt die ganze Runde rum. Am Ende der Runde 4 sieht das so aus. Und du hast jetzt 24 feste Maschen in der Runde gehabt. Und weiter geht's mit Runde 5. In dieser fünften Runde machen wir diese Maschen, die dann hier praktisch so eine Kante machen. Das heißt, wir häkeln nicht in die Masche, sondern um dieses Maschenglied rundherum. Hier seht ihr das auch schön. Das machst du die ganze Reihe mit folgendem Mustersatz. Hier brauchst du auch wieder eine Steigeluftmasche. Und dann kommst du von oben nach unten, häkelst eine Masche. Ihr seht das, ich gehe hier hinten praktisch um diese einzelne Masche rundherum. Hier rein, hier raus und durchholen. Auch jetzt habt ihr es nicht gesehen. Ich mache es gleich nochmal. Also hier rein, hier raus, Faden holen und abmaschen. So, wir haben 1, 2, 3. 1 Maschen. Und die vierte und die fünfte müsst ihr jetzt praktisch um diesen ganzen Maschenkörper, der jetzt hier so nach unten geht, machen. Das heißt, ihr geht erstmal rein, holt euch die Masche, das ist die Masche 4. Dann geht ihr nochmal in die gleiche Einstichstelle und auf der anderen Seite auch wieder drüben raus. Und das ist die Masche 5. Und so macht ihr das die ganze Runde rum, sodass praktisch diese Maschen, hier seht ihr das jetzt schon schön, auf diesen Maschen draufstehen. Also einfach hier so um diesen Maschenkörper rum, den ihr hier so seht. Rein und hier wieder raus, Faden holen und
eine Masche abmaschen. Der Mustersatz war 1, 2, 3 allein in eine Masche, 4 und 5 zusammen. Bis zum Ende der Reihe. So, und am Ende der Runde 5 müsste das dann bei dir so aussehen, dass du das von der Seite anschauen kannst. Und die ganzen Maschen stehen praktisch auf den anderen Maschen drauf. So, und das passt hier so wunderschön drauf. So. Und jetzt bekommst du auch diese Form richtig schön hin. Wir machen jetzt noch in Runde 6 einmal Zunahmen. Das heißt, du machst 1, 2, 3, 4 alleine und 5 und 6 zusammen in eine Masche. Das zeige ich dir jetzt auch, wie das geht. Du machst wieder eine Steigeluftmasche. Und dann kommt hier in jede Masche rein. Also eine, zwei, 3, 4 und 5 und 6 wieder in eine Masche. So. Das machst du jetzt einmal rundherum. Und am Ende der Runde 6 hast du 36 Maschen und das sieht so aus. Wir machen jetzt hier keine verstecktes Rundenende, sondern wir machen jetzt in Spiralrunden weiter. Ab Reihe 7 häkelst du noch 5 Reihen in die Höhe in Spiralrunden und das geht so. Der Anfang ist ja für manche richtig schwer. Das war dann immer die Masche, die wir rübergezogen hatten. Das hier lässt du aus und gehst hier wirklich in die erste Masche rein. Holst dir das schön zusammenziehen. Jetzt merkst du, dass das auch wieder zusammen ist. Und häkelt es jetzt einfach immer rundherum. Wer möchte, kann sich hier immer am runden Anfang einfach nur zur Orientierung einen Maschenmarkierer setzen. Und dann geht das immer rundherum. 5 Reihen in die Höhe, in Spiralrunden. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn du das gemacht hast. So, und wenn das jetzt so aussieht wie bei mir, dann ist es super. Zieh das auch einfach mal drüber, das kleine Mützchen. Wenn nicht, musst du noch eine Reihe häkeln, denke ich mir mal. Und wir häkeln jetzt die Abschlusskante und die besteht aus 2 Reihen. Die erste kommt jetzt. Jetzt brauchst du dieses Wuschelgarn. Das hast du bestimmt auch in deinem Stash. Vielleicht nicht in weiß, in rosa oder in anderen Farben. Du könntest hier auch braun nehmen. Ja, und wir fangen jetzt so an. Wir häkeln nämlich mit einem Trick gleich 2 Reihen in einer. Dann gibt es trotzdem noch die eine Reihe extra. Also, du gehst jetzt hier unten rein, holst dir den Faden, lässt die Masche so, nimmst dir den anderen Faden auf den Finger und beendest die Masche. So wird das jetzt immer gemacht. Also unten ziehst du den Faden jetzt erst schön fest. Dann häkeln wir unten die Masche. So, das kommt hier durch. Und dann nehmen wir oben und beenden die Masche. So, und jetzt wieder anziehen. Dadurch, dass wir ja oben den Faden nicht brauchen, musst du das einfach hier unten wieder anziehen. Hier unten rein, den Faden unten nehmen, hier oben die Masche beenden und wieder festziehen. Das machst du jetzt die ganze Runde rum. Erst einmal unten, so, und dann oben. Schön die Masche beenden. Bis rum, ich zeige es dir nochmal ganz langsam, hier unten rein. Den Faden von gerade eben, den wir verhäkelt haben, durchholen. Den neuen Faden oben lang durchholen. So sieht das aus. Jetzt wird wieder festgezogen.
Und die nächste Masche gemacht. Das machst du jetzt einmal bis hier rum. So, und am Ende müsste das dann bei dir so aussehen. Du ziehst einfach nochmal den Faden fest von unten hier den. Legst das zur Seite. Und jetzt hier oben rein in unsere Anfangsmasche und machst eine Kettmasche. Und jetzt ist dieser schöne Kuschelrand nämlich zur Hälfte schon erledigt. Wir häkeln jetzt noch halbe Stäbchen. Und das zeige ich dir jetzt, wie das geht. Du machst am Anfang zwei Steigeluftmaschen. Eine hatten wir ja jetzt schon. Da machst du einfach noch eine zweite. Und jetzt siehst du hier ganz schön, wo du drunter musst und deine halben Stäbchen setzen. Also halb Schlaufe auf die Nadel. Hier einstechen. Ich muss erst mal gucken. So, dass ihr das seht und ich auch. Und dann durch alle drei Schlaufen durch. Und wieder eine Schlaufe auf die Nadel. Hier unten durch. Das spürt ihr auch richtig schön. Also wer das nicht sieht, der spürt das aber. Wenn du hier lang fasst, hier ist es. Da musst du hier einfach drunter und durchholen. Und jetzt siehst du, wie schön der Kuschelrand entsteht. Also Schlaufe auf die Nadel und unter das nächste rein. Durchholen durch alle drei Schlaufen. Das sind halbe Stäbchen. Ich mache das jetzt mal bis rum, du auch, und dann sehen wir uns noch mal wieder. So, und wir beenden die ganze Runde mit einer Kettmasche hier oben rein. So, und noch eine, da ist es dann richtig fest. Dann abschneiden. Ganz durchholen. Und die zwei Fäden, die lassen sich sehr schlecht in eine Nadel reinziehen. Und deswegen binde ich zum Beispiel die immer hier zusammen. So. Und dann kann ich das hier einfach abschneiden. Den anderen Faden noch nicht. Den verstichst du, wie du das immer gemacht hast. Entweder mit der Häkelnadel oder machst es dir in eine Nadel rein. Ich schneide das jetzt erstmal ab. So, ich lege das jetzt erstmal rein. Das mache ich nachher ohne euch. Jetzt schön aufweiden und reinziehen. Upsala. Ja, manchmal lässt sich das ein bisschen schwer überziehen. Wartet, ich mache es mal schnell. So, und dann müsste das so aussehen. Und du kannst auch jetzt ganz einfach das so aufmachen. Ja, ich finde das eine schöne Idee. So, ich mache euch noch ein schönes Schlussbild. Und sage Tschüss, eure Nicole von Schieblafuhr. Und besucht mich auch mal auf Facebook. Da findet ihr mich auch unter Schieblafuhl. Ich habe eine Facebook-Gruppe, da werde ich dann auch wieder einiges posten. Und da könnt ihr auch fragen, wie ich das mache. Dann schreibe ich euch dort das Häkelmuster für die Engelsflügel rein. Tschüssi, meine Lieben, habt eine schöne Restwoche.